Viele Personen stellen sich einfach immer selbst eigene Blockaden, sogenannte Hindernisse, mit in den Weg, weil sie gar nicht wissen, wie bedeutsam es ist, einfach mal die richtigen Fragen sich immer zu stellen. Weil die Fragen sind letztendlich entscheidend darüber, wie man sich persönlich stellt, welches Ergebnis man bekommt, wie letztendlich der Verlauf sein wird. Weil wenn man mit Fragen nicht arbeitet und diese richtig weiß einzusetzen, wird es nie möglich sein, auch eine Antwort zu bekommen, beziehungsweise den Ablauf von gewissen Routinen so organisiert aufzuarbeiten, dass man irgendwann mal weiß, jetzt habe ich es verstanden, jetzt bin ich komplett dabei. Und letztendlich sind die Fragen, die du dir jeden Tag stellst, die, wo du auch das Produkt daraus letztendlich entnehmen kannst, was du dir mehr oder weniger vorstellst. Und wenn diese Fragen aber letztendlich nicht das sind, was du wissen möchtest, was du am Tagesende, am Wochenende oder wann auch immer jeweils vorliegen haben möchtest, dann resultiert das daraus, dass du mit den falschen Fragen hantierst und diese nicht weißt, richtig einzusetzen. Und da kann man natürlich diese Unterschiede abhängig machen, wenn man ganz genau für sich mal berechnet, was möchte ich, was ist letztendlich der Weg, den ich auch einschlagen möchte und wo soll das Ganze hinauslaufen. Und wenn man das weiß, dann kriegt man meistens die richtige Frage ausgesprochen und gleichzeitig darauf dann auch die richtigen Antworten. Voraussetzung ist natürlich, man hat für sich eine Strategie, die man sich zurechtgelegt hat, die man anwenden möchte und da auch ausarbeitet. Wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast von mir, dann sag dir das doch einfach mal, teile das jetzt mit anderen Menschen, die das auch wissen und hören sollten und schau dir in diesem Zusammenhang jeden Tag meinen YouTube-Kanal an, da weißt du nämlich direkt, wo es mit weitergeht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.